ich habe gute Laune. Ja, ich kenn schon. Ich muss gerade noch was suchen. Ah ja. Nee, bleib mal da. Machst du mal sit? Ach, der Weihnachtsmann ist ja auch schon da. Dann will ich mich doch mal dazu gesellen. Liebe Freunde, lasst euch sagen, bald wird ja jemand vielleicht fragen. Bitte schön für den Weihnachtshelfer ein Weihnachtskeks. Ja, liebe Freunde, ich habe euch ein kleines Gedicht geschrieben zu der wirklichen Weihnachtszeit. Und das möchte ich jetzt hier mal vortragen, gell? Um euch einen kleinen Gruß dazulassen, weil ich viel mal wahrscheinlich nichts schreibe. Gruß, dieses Jahr habe ich zum ersten Mal seit ja, keine einzige Karte geschrieben. Es tut mir leid. Naja, stattdessen wollte ich mit diesem kleinen Gedicht euch ein klein wenig Freude bereiten und euch persönlich damit ansprechen und euch auch durch diese Zeit begleiten. Ich lese heute was sehr Poetisches von meiner Hand geschriebenes, aus meinem Hirn umschlüpftes, was ich zu Blatt Papier brachte. Euch damit ein wenig in die Weihnachtszeit begleiten möchte. Ficken, bumsen, blasen. Das ist jetzt nicht gewesen. Es tut mir leid, das war das Gedicht für die goldene Hochzeit der Bürgermeisterin. So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Moment, vielleicht nehme ich ein wenig meine Brille dazu. Ja, Frau Weihnachtsmann? Guten Abend. Ich lese eigentlich immer ohne Brille. Ich lese jetzt auch ohne Brille. Ewig lang scheint das gelohnt. Und es ist ja wieder schon so weit. Die Eicheln glänzen dick am Baum. Denn jetzt ist sie da, die Weihnachtszeit. Gepresster Speck in Zwirn gepackt, seit Advent die Waage springt. Mit Glühwein täglich noch ein Schlag. Ein neues Kinn den Hals umringt. Aufgeschwemmt rollt man zum Fest. Friedlich bedröhnt. Der Ring bereit. Erneutes Mal die Hoffnung wächst. Nur einmal glatt durch diese Zeit. Gelacht, gestopft und Glühwein verschenkt. Mit jedem Schluck die Stimmung kippt. Geheul, Geschrei, ein eingeschränkt. Die Toleranz, das Ego. Da kommt der Mond, hier bleibt er stehen. Scheint lachend in die Häuser. Endlich wieder kann er sehen, wie doof. Der Weihnachtsgeist sagt Stimmen zu. Wir sind doch nur ein Wimpernschlag. Hielten Sie mal endlich um, nicht nur heute, sondern jeden Tag. Ja, das habe ich selbst gemacht heute, meine lieben Genossen und Genossinnen. Ich wünsche Ihnen hiermit eine besinnliche Weihnachtszeit aus der Wachtelfrau, ich weiß es nicht. Ich halte mich wie zu politischen Themen immer sehr gerne zurück und mische dazu keine Äußerungen tätigen. Daher möchte ich Sie einfach nur beglücken, mit meinen Worten zu entzücken. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Jahr, wenn ich auch viele niemals in Wirklichkeit jemals sehen werde, auch wenn ich sie alle lieb habe, toll finde, lustig, nett, doof, alle sind dabei. Man schafft das nicht, das Leben kurz, das Internet lang. Und ich bin nur ganz klein auf meinem Fleck allein.
Zentrum, habt euch wohl. Ja, dann zu Weihnachten kommen immer die besten Kinderserien dann noch und ich hoffe, dass Sonntag wieder Baba Papa läuft. Ist schön. Tschüss. Ach, Frau Weihnachtsmann, wollen Sie auch noch mal? Lassen Sie die Kekse in Ruhe.